KBJ Show heute an einem Samstag. Was geht ab, Freunde? Yes! Yes! Wir sind in den Playoffs und die Playoffs machen Bock, Freunde. Yes! Yes! Wir haben heute Game 6 zwischen den Pacers und den Knicks und wir sind hyped, denn dieses Game 6 entscheidet darüber, ob wir ein alles entscheidendes Game 7 bekommen oder ob New York mit Jalen Brunson direkt in die Eastern Conference Finals geht, um dort auf die Celtics zu treffen. Wir haben heute nur ein Game, wir haben aber möglicherweise morgen zwei Game. Nein, morgen in der Show um 10.30 Uhr haben wir Dallas gegen OKC Game 6. Da müsst ihr auch auf jeden Fall einschalten. Und jetzt gehen wir aber erstmal hier rein. Pacers gegen Knicks Game 7. Game 6. Die Serie ist bisher so verlaufen. Das ist aus Sicht der New York Knicks. Die ersten beiden Spiele hat man gewonnen, dann die nächsten beiden verloren, dann jetzt wieder in New York gewonnen. Das heißt, man hat bisher nicht in Indiana gewinnen können. Indiana hat eine geile Crowd. Indiana fühlt sich an wie eine College Basketball Town. Und wir gehen jetzt rein, Freunde. Abonniert gerne den Kanal. Wir sind kurz vor 70.000 Abos. Abonniert gerne den Kanal. Let's fucking go. So, das hat so einen College-Vibe einfach, diese Halle. Ich feiere die extrem. Je länger diese Playoffs dauern, desto mehr denke ich mir, ey, wir müssen da mal hin. Let's go. Wobei ich nie weiß, ist jetzt das hier die Halle oder ist dieses fette Gebäude daneben die Halle? Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, aber es sieht trotzdem geil aus. Hier ist noch ein Court, überdacht, sieht ein bisschen aus wie bei Alba. I like it. Oh, hat Alba gebeitet, weil die sind ja auch gelb-blau. Und dann haben sie den Court gesehen und waren like, huh, wir haben eine Idee. Who knows? Yes, sir! Yes, sir! Ah, ich freue mich drauf, Freunde. Ich habe es natürlich schon gesehen. Heute Morgen, Herrlich startet mit einem Dreier. Die Pacers unglaublich stark zu Hause. Hier ist unser Boy Andrew Nembhard, a.k.a. Mr. Game Winner. Und hier ist Jalen. Doris, klau nicht meine Kommentare. So, Brunson hier mit, glaube ich, auf jeden Fall zwei oder vier schnellen Punkten. Dann aber in der ersten Halbzeit gar nichts mehr. Hat in der ersten Halbzeit tatsächlich nur 5 Punkte gemacht. Ist aber nicht das, wie er das Spiel beendet hat. Wir gucken weiter. So, und die Pacers machen natürlich das Spiel schnell, wollen immer pushen und machen das auch gut. Hier mit Siakam, der gefoult wird von Josh Hart, wird nicht gepfiffen. Aber ja, überragend von Siakam, der ein super Spiel hatte. Good pass. Ja, der Floater fiel mir schwer, aber habe ich irgendwie reingemacht. Hier ist wieder Nembhard. Der Euro war nice. Das war ein super cleaner Euro, der mir echt gut gefallen hat, schon während des Games. Deswegen nochmal. Pump Fake. Eins. Gegen unseren Boy Deuce McBride, der auch ein sehr starkes Spiel hatte, sehen wir gleich. Aber hier ist erstmal. Ey, wir hatten noch nicht das Highlight diese Playoffs, dass wir wirklich umfallen vom Stuhl. Aber Miles Turner ist close. Miles Turner ist wirklich close, Leute. Dieser Dank über Hartenstein. Und er hat Hartenstein schon ein paar Mal aufs Poster gepackt. Das ist auch ein bisschen asozial, immer gegen unseren Homeboy Isaiah Hartenstein zu gehen. Aber ja, der war nasty. So, hier ist Brunson. Wird geblockt von Halley oder Neesmith. Ball ist bei Deuce McBride und der macht den. Und der macht den. So, hier ist Josh Hart und das ist crazy, ja. Josh Hart, einer der härtesten Typen in der ganzen Liga, hält sich hier seinen Bauch. Er hat irgendwie sich den Bauch verletzt, leider in diesem Spiel. Hat trotzdem versucht, weiterzuspielen, ging aber gar nicht mehr. Werden wir sehen, wie das jetzt für die Zukunft der Knicks aussieht. Ist sehr, sehr bitter auf jeden Fall. Hat trotzdem noch 31 Minuten gespielt, weil klar, Thibodeau weiß gar nicht, was eine Verletzung ist. Aber das tut mir echt leid für Josh Hart. Oder war das hier gerade nur Zufall? Also er hat sich auf jeden Fall am Bauch verletzt. Ich weiß nicht, ob das hier schon war. Ich glaube aber schon, so wie er reagiert. Ich zeige euch mal sein Gesicht. Doch, ich glaube schon. Also wenn ich Schmerzen habe, dann zeige ich da, würde ich auch so dahin zeigen, doch. So, hier ist wieder Deuce McBride Bucket. Der übrigens ein sehr, sehr guter Vergleich ist hier wieder. Der ein sehr, sehr guter Vergleich ist für Bronny James tatsächlich.
Sollte es Bronny James in die NBA schaffen, dann müsste Deuce McBride eigentlich dafür ein ganz guter Vergleich sein, wenn er denn jemals so ein offensives Game entwickelt wie Deuce McBride. So, hier ist McConnell. Stark von der Bank schon die ganze Serie. DiVincenzo, wilder Bucket. Und hier ist Hallie. Hallie hat sich, war auch ein bisschen langsam, finde ich, dass er ins Spiel gefunden hat, zumindest scoringmäßig. Achtung, wir haben gleich noch einen viel krasseren Obi Toppin, Dank. Ja, Hallie hat sich ein bisschen schwer getan, hat ein bisschen gedauert, ging dann aber. Insgesamt die ganzen Pacers waren unglaublich effizient, super on point. Also man hat ihnen schon den Sieg irgendwie zu Hause gegönnt, muss ich sagen. So, hier ist wieder Hart. Eigentlich crazy, dass er über... Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr genau, wann die Verletzung aufgetaucht ist, aber es ist schon krass, dass er gespielt hat. Alec Burks ist jetzt drin für die Knicks. Und was mir so gefallen hat an diesem Pacers-Spiel, die haben wirklich von jedem Platz quasi attackiert auf dem Feld. Also die sind Breaks gelaufen, die haben Dreier genommen, die haben Penetrating Pass und dann den Dreier genommen, die haben aus der Midrange gescored, die haben über Floater gescored, die hatten ein paar Dunks mit dabei. Also die haben wirklich von überall einfach New York so ein bisschen attackiert. Hat mir gut gefallen. Wieder TJ. Und ehrlich gesagt, ich hatte mich gefragt, ob er hier wieder East Bay geht, aber ich dachte mir, nee, selbst Obi weiß, dass das gerade zu wild wäre. Deswegen nimmt er einen normalen Dank, aber später hat er noch ein geiles Poster. Könnt ihr euch drauf freuen. Hier ist wieder Deuce McBride. Guter Stil. Macht es, schafft es irgendwie zum Korb. Und wir haben ausgeglichenes Game. Siakam, super Spiel, wie gesagt. Wieder McBride. Antwort auf der anderen Seite. 15 Punkte, 6 von 7. Also Miles McBride hat sie wirklich gehalten. Sein Spitzname ist Deuce, deswegen sage ich immer Deuce McBride. Aber der hat sie wirklich im Spiel gehalten. Ey, wir sehen das im zweiten Viertel. Aber es war ein geiles Spiel. Ich lasse einfach laufen. Ich finde, wir können die Highlights schon zeigen. Wow, überragender Spin-Move. DiVincenzo auch gutes Spiel in der ersten Halbzeit oder insgesamt gutes Spiel auch. Und ich glaube echt fast, Josh Hart hat sich erst später verletzt oder die Verletzung ist erst wirklich später so groß geworden, weil ich glaube nicht, dass der so lange damit hätte spielen können. No way. So, Indiana führt. Wir sind 4 Minuten vor der Halbzeit. Hier ist auch Josh Hart. Und vor allem, ihr kennt es ja, also wenn ihr eine Verletzung habt oder es reicht schon, wenn ihr Bauchmuskelkater habt und ihr geht dann in den Wurf oder in den Layup oder in den Floater, egal was, das überstreckt ja jedes Mal so die Bauchdecke, dass das jedes Mal zieht. Da reicht schon wirklich, wenn du einfach nur ein bisschen Bauchmuskelkater hast oder vielleicht dir irgendwas leicht gezerrt hast in den Bauchmuskeln. Und wenn der jetzt wirklich hier so eine schlimme Bauchverletzung hatte, dass er nicht mehr auf dem Feld stehen konnte, dann glaube ich nicht, dass das zu dem Zeitpunkt so schlimm war. Ich kann mir vorstellen, dass er es schon gespürt hat zu dem Zeitpunkt, wo wir vorhin gesehen haben. Und dann jetzt während des Spiels, das halt immer akuter wurde und er dann irgendwann raus musste. Ich habe auch die Szene gesehen, wo er dann ausgewechselt wird. Und vielleicht war das hier. Es war auf jeden Fall in der ersten Halbzeit, meine ich. Kann das sein, dass das hier war? Er hält sich danach auf jeden Fall krass seinen Bauch. Das weiß ich noch. Wisst ihr noch, als jeder Miles Turner in der Trade-Deadline wollte? Deswegen. Der Typ ist einfach riesengroß. Der reboundet, der defendet. Der kann den Dreier schießen. Da gab es dann ein technisches Foul übrigens für Nembhard am Ende der ersten Halbzeit. Haben wir jetzt hier nicht gesehen. War aber auch nicht sonderlich wichtig. Hallie für 3, Bucket. Ich sag ja, also diese ganzen Pacers, wirklich, wir gehen gleich in den Boxscore, die waren unglaublich effizient.
Und ja, Brunson hatte sich super schwer getan. Ne? Wir haben jetzt gar nicht über Brunson geredet in der ersten Halbzeit. Aber in der zweiten Halbzeit kam er dann. Putback von Turner. Guter Cut von Brunson. Schöner Pass von Isaiah. Wieder Brunson. Und das ist das Ding. Bei den Pacers lief so gut. Du hattest das Gefühl, es klappt alles. Und dann macht New York ein paar Buckets und du merkst so, okay, diese Führung ist überhaupt nicht safe. 11 Punkte ist gar nichts in der Liga. Gute Hände. Aber wieder Siakam. Siakam war schwer zu stoppen, hatte gute Momentum-Plays. Hier ist Halley. Ja, das. Und ganz kurz zu Bronny James. Ja, ich habe darüber auch ein Video gemacht auf dem Zweitkanal Bobby Kjörn. Könnt ihr gerne abchecken. Habe ich über Bronny ein bisschen geredet und seine ganzen Sachen gezeigt aus dem Draft Combine. Und genau das hier ist der Grund, warum so ein Spieler, egal wie gut er verteidigt, meistens nicht sich in der NBA hält. Weil Deuce McBride ist auch nur so 1,85 bis 1,88 groß, okay? So, er hat hier super die Defense gespielt, er stoppt Halliburton, alles ist perfekt, aber was kann Halliburton dann, weil Halley halt über 1,90 ist? Halley kann einfach hochgehen und über ihn drüber werfen. Und genau deswegen findest du ganz, ganz wenige von diesen Elite-Verteidigern, dass die irgendwie 6'1 oder 6'2 sind. Also du hast wirklich, so, dass du jemand hast wie Gary Payton den Zweiten bei den Warriors oder Davion Mitchell bei den Kings, das sind die krassen Ausnahmen. Und selbst die müssen übertrieben für ihre Position und für ihre Minuten kämpfen. Und Davion und Gary Payton sind sicherlich viel, viel bessere Verteidiger als das, was Bronny uns bisher gezeigt hat, obwohl er gutes Potenzial hat und er hat die Spannweite. Nur so als kleiner Exkurs, aber das fällt mir einfach gerade auf, dass wenn du hier Bronny hättest, dem wäre genau das Gleiche passiert. Der hätte Halley vielleicht sogar gestoppt und dann sagt Halley, warte mal, ich bin ja einen Kopf größer als du, Bro, oder einen halben Kopf, ich nehme einfach den Jumper über dich, Bucket. So, und das ist das Problem an so kleinen Spielern in der Liga. Oh, wilder Stepback, genau das Gleiche. Genau das Gleiche, super tougher Stepback. Und warum kann er den nehmen? Weil er größer ist als du's. TJ McConnell, auch ein Beispiel für kleine Spieler, aber TJ ist halt auch ein Monster, wenn du den vergleichst mit Bronny. So, wir sind fast bei einer 20-Punkte-Führung für die Pacers. Hier ist nochmal Brunson, findet Precious. Und ja, wir haben jetzt keinen Josh Hart mehr, dafür viele Alec Burks-Minuten. Und es ist weiterhin Brunson, der in diesem Viertel 11 Punkte macht. Guter Block. Ah. Boah, das war clean, oder? Ich hätte gesagt, der war vorher am Ball. Lass mal sehen. Ist der Ball am Brett, bevor er mit der... Man sieht es schwer aus der Perspektive, weil man nicht weiß, wann seine Hand den Ball berührt. Boah, ganz schwer. Ich hätte gedacht, er hat ihn schon. Und noch diese Momentum-Plays hat halt McConnell in jedem Spiel und deswegen ist er so wichtig für die Pacers. Again, Brunson hat es dann gefühlt in der zweiten Halbzeit. Aber es war wahrscheinlich too late und too little. Brunson auch ein Beispiel für einen Spieler unter 1,90, aber Brunson ist einer der besten Scorer seiner Generation. Ich glaube nicht, dass wir erwarten können, dass Bronny James jemals so ein Scoring an den Tag legen wird. Also nicht mal im Traum, Leute. Yes. Okay, wir haben wieder... Warte mal, was ist das hier? Ah, Rebounds in dieser Serie. Yes, Pacers haben die Knicks krass out-rebounded. Nichts gegen unseren Boy Isaiah Hartenstein. Aber ja, Josh Hart hat halt auch gefehlt. Isaiah hatte sogar ein paar Rebounds, aber ja, wurden krass out-rebounded hier. Und das war, sorry, und das war für mich der Dagger, also als der Dreier gefallen ist, ich weiß, sie spielen jetzt noch ein paar Minuten, aber das war am Ende für mich der Dagger, so 20 Punkte vor, in der fremden Halle mit 8 Minuten to go. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass die Starter ausgewechselt werden. Das hat eigentlich keinen Sinn mehr gemacht. Wir haben einen Dunk bisher noch nicht gesehen, auf den warte ich gerade noch so ein bisschen. Wir haben aber auch Top 5 Plays, deswegen vielleicht gucken wir einfach da gleich. Foul. Weiß nicht, warum das nicht gepfiffen wird. Hier ist er.
Oh! Isaiah wird zu oft aufs Poster gepackt, aber das passiert ja als Shotblocker. Ja, tough. Dagger. Okay, damit gehen wir raus, Freunde. Wir müssen uns den restlichen Quatsch nicht angucken. Ich habe ehrlich gesagt selber nicht mehr groß hingeguckt ab dann. Und ich denke, wenn wir noch was sehen, dann haben wir Top 5 Plays. Aber wisst ihr, was das bedeutet? Wir bekommen noch ein Game 7 morgen. Wir haben schon Game 7 Nuggets Wolves. Das wird übrigens um 2 Uhr nachts stattfinden. Und dann haben wir für den deutschen Markt das beste Game 7, was wir nur haben können. 21.30 Uhr New York gegen die Pacers im MSG. Besser geht's nicht. Besser geht's wirklich nicht. Deswegen ist meine Laune gerade auch so krass, weil ich mich einfach übertrieben freue auf MSG, auf Game 7. Das wird crazy. Okay, wir brauchen einmal schnell den Bucks-Score. Und heute haben wir nur ein Game, deswegen geht es schnell. Also die Pacers, wie gesagt, schaut euch vor allem die Shooting-Zahlen an und die Plus-Minuses. 11 von 21 für Siakam, 4 von 8 für Nesmith, obwohl er 4 Dreier verballert hat. 6 von 10 für Turner, 6 von 12 für Nemhard und Herli. Alle weit über plus 10 im Plus-Minus. Alle über 10 Punkte, bis auf Nesmith, der reingeschissen hat. Dann von der Bank Obi Toppin, 5 von 6, 7 von 13 von McConnell. Also die waren so unglaublich effizient. Ich bin fast ein bisschen überrascht, dass die Quoten am Ende vom Team gar nicht so gut sind. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum die das so krass runterziehen. Also hier Brown und Shepard mit 1 von 3, McDermott 0 von 1. Aber sonst hat doch jeder richtig gut geschossen. Also ich kann mir gar nicht wirklich erklären, woher diese schlechten Zahlen kommen. Ja, überragendes Game, wie gesagt, von Siakam. Überragendes Game von Herli, auch wenn er nicht so super aggressiv war, was ein Game 7 bestimmt sein muss. Rebounding haben sie krass gewonnen. Second Chance Points haben sie krass gewonnen. Naja, wobei nicht krass, aber sie haben auf jeden Fall die Second Chance gewonnen. Und ja, wenn wir uns das angucken bei New York, nur 44% aus dem Feld, 69% von der Freiwurflinie, ist zwar nice, aber ist auch nicht geil, wenn ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir von Brunson 31, der war aber nur in der zweiten Halbzeit gut. Deswegen, also nicht ihn damit schlecht machen, aber einfach, er hat nur in der zweiten Halbzeit wirklich gescored. In der ersten Halbzeit hatte er 5 Punkte. McBride war super, DiVincenzo war gut. Von Hartenstein kam scoringmäßig wenig, dafür hat er ein paar Assists verteilt. Achua war gut und wer hat noch viele Minuten? Alec Burks war okay, hat nicht viel getroffen, ehrlich gesagt. Und das war schon die ganze Rotation, vor allem weil er Josh Hart nur 31 Minuten gespielt hat, 5 Punkte gemacht hat, und das ist wirklich, wirklich bitter, weil er jetzt natürlich fragwürdig ist für Game 7 und ein Game 7 ohne Josh Hart. Ich mag zwar dieses Knicks-Team und ich gebe denen die ganze Zeit die Serie und sage, ey, die Knicks grinden das schon irgendwie raus, aber ich weiß nicht, ob sie das schaffen ohne Josh Hart tatsächlich. Guck mal, hier sehen wir es übrigens. Hier ist die Verletzung von Josh Hart. So, ab wann ist das? Nee, das war tatsächlich im vierten Viertel. So, also hier sehen wir ihn, ist unglaublich angepisst, bekommt hier Treatment irgendwie für seinen Bauch. Und ich hatte, wie gesagt, ich hatte eigentlich auch die Szene gesehen, wo das passiert ist, beziehungsweise wo das schlimmer geworden ist. Aber ja, das tut natürlich weh, gerade bei so einem Warrior wie Josh Hart, dass diese ganzen Playoffs war. Hoffen wir. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal gesehen in den Playoffs, dass Spieler Verletzungen haben und dann besser wieder aussehen nach einer kurzen Pause. Hoffen wir, dass es für Hart reicht. Das Problem ist, die Knicks haben wenig Zeit für Erholung. Also schau mal, das Spiel war, ja, die haben letztendlich anderthalb Tage, weil das Spiel ist ja morgen bei denen schon am Mittag um 15.30 Uhr. Kommt das hin? Ja, 15.30 Uhr bei denen, 21.30 Uhr bei uns. Ich habe schon ein bisschen Sorge, muss ich ehrlicherweise sagen. Wir hoffen einfach, dass es ihm wieder gut geht und dass es besser wird. Aber ja, sah leider nicht gut aus, war auch teilweise in der Kabine. Hoffen wir, dass er gesund ist, weil sonst spielen die Knicks irgendwann mit 5 Leuten. Also du kannst keine 5-Mann-Rotation spielen in einem Game 7, auch wenn du zu Hause bist. Wir schauen uns kurz das Bracket an und sehen, dass wir im absoluten Playoff-Himmel sind, Leute. Denn Wolves Nuggets 3-3 Game 7. Pacers Knicks 3-3 Game 7. Beide Game 7s sind von
Sonntag auf Montag. Das bedeutet, hier am Montag 14 Uhr bekommt ihr 2 Game 7s in der Show, okay? 2x Game 7 am Montag hier in der Show. Nuggets, Wolves und Pacers gegen Knicks. Freue ich mich crazy drauf. Und dann haben wir Thunder Mavs heute Nacht. Thunder Mavs heute Nacht, auch da freue ich mich riesig drauf. Mavs führen jetzt 3-2. Luka sah sehr stark aus in Game 5. Wie es jetzt in Game 6 aussehen wird, es ist in Dallas, deswegen sollte Dallas eigentlich den Vorteil haben. OKC, die letzten paar Spiele, nur Dreier gebrickt, wenig Hilfe für Shea. Es muss mehr kommen, gerade von Jalen Williams, gerade von Chet. Es muss einfach mehr Scoring kommen, mehr Gefahr ausstrahlen. Aber dann könnte das Ding hier auch in 7 gehen. Und also wenn wir ein Game 7 in Denver bekommen, ein Game 7 im MSG und ein Game 7 in OKC, also da hast du 2, 3 der besten Fanbases der ganzen NBA in ein Game 7 verwickelt. Das wäre sehr, sehr geil. Dieses mögliche Game 7 übrigens wäre erst am Dienstag, also von Montag auf Dienstag, das heißt am Dienstag in der Show, hättet ihr dann dieses Game 7. Okay, Freunde, ey, damit sind wir für heute raus. Kurze Folge natürlich, weil nur ein Game, aber ich hoffe, es hat euch Bock gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen anstecken. Meine Playoff-Laune ist auf jeden Fall auf einem All-Time-High. So wie es aussieht, werden wir während der Conference-Finals wahrscheinlich die ein oder andere Reise machen. Warne ich euch jetzt schon mal vor. Es kann sein, dass ich dann vielleicht mal einen Spielbericht später abgebe oder von on the road aufnehme. Es sind aber wieder undrafted Termine, die eben dafür sorgen, dass wir so ein bisschen unterwegs sein müssen. Und ich sage euch ehrlich, die lohnen sich schon krass. Also ich würde im Moment eigentlich so gut wie alles absagen und tue ich ehrlich gesagt auch, was mich irgendwie hier von den Playoffs gerade fernhält. Jetzt im Moment weniger Jobsachen, aber ich sage gerade alles ab und bin wirklich sehr, sehr fokussiert hier. Und nachdem Griechenland nicht geklappt hat, haben wir jetzt 2 andere Möglichkeiten, 2, 3 sehr, sehr coole Leute zu interviewen aus der NBA. Und ich sage so, wenn die klappen, dann macht es auch Sinn, dahin zu fahren, selbst wenn man dann vielleicht mal einen Spielbericht vielleicht einen halben Tag irgendwie später abgibt. Ich versuche natürlich, dass trotzdem alles pünktlich kommt. Ich versuche, mein Setup mit on the road zu nehmen. Ist auch erst in 2 Wochen irgendwann am Ende der Conference Finals. Ich warne euch nur schon mal vor. Und yes! Damit sind wir durch, Freunde. 1000 Dank euch für den ganzen Support. Checkt gerne auf dem Zweitkanal das Bronny James Video ab. Würde mich freuen. Ich kann es euch mal kurz zeigen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, wie das Ganze aussieht. Also es gibt diesen Zweitkanal Bobbycuren, wo ich ab und zu mal Videos mache. Nicht oft. Im Moment muss man leider sagen, aber ich versuche mein Bestes. Vor allem unter der KBJ Show leidet das so ein bisschen, aber ey, ist halt so. Dafür machen wir hier gerade Everyday Content. Yes, genau hier ist es. Ist Bronny James ein NBA-Spieler? Auf dem Bobbycuren-Kanal könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Habe ich sehr im Detail auseinandergenommen, ob das Sinn macht für ihn oder nicht. Wir haben einen Supporter-Podcast, der ist mehr als Basketball. Wenn ihr da Bock habt, schaut gerne vorbei. Neue Folge droppt da am Montag. Und yes, damit sind wir raus. Danke für den ganzen Support und wir hören und sehen uns morgen mit Game 6 zwischen den Mavs und OKC. Das wird ein absoluter Banger. Schaltet morgen ein, 10.30 Uhr. Haut rein, Freunde. Peace. Freunde, wir haben schon wieder die Top 5 Plays hinter dem Outro. Diesmal, weil ich einfach nicht nachgedacht habe. Gestern war es, glaube ich, weil die Top 5 erst später hochgeladen wurden. Jetzt heute habe ich es einfach vergessen. Aber nein, das werden wir uns natürlich jetzt reinziehen einmal. Top 5 Plays, let's freaking go. Wir werden auf jeden Fall alle Plays gesehen haben, weil wir alles gesehen haben. Aber it doesn't matter. Ich schulde euch das, deswegen gehen wir da rein. So, hier Brunson. Easy Floater. Yes, sir, haben wir gesehen. Schöner Cross hin und her gegen Obi, gegen seinen ehemaligen Teamkollegen. So, was haben wir noch? Wir haben... Der war super nasty, aber es wird noch krasser auf jeden Fall. Ah, der Typ hat so eine Länge und Spannweite, Mann, das gibt's gar nicht. So, hier ist Obi. Ja, okay, und die nächsten beiden Plätze werden auch Turner und auch Obi sein. Und beide Male über Isaiah, ey. Das tut mir jetzt richtig weh. Isaiah, komm schon, mein Boy. Ah. Sorry, Isaiah. Tough. Ich finde den von Obi, glaube ich, einen Tick härter.
Welchen hättet ihr an die 1 gepackt? Schreibt es gerne noch in die Kommentare. Yes, Freunde, einfach nur der Vollständigkeit halber habe ich das jetzt noch mit reingepackt. Wie gesagt, habt einen wunderschönen Samstag. Morgen unbedingt Game 6 abchecken. Hier in der Show, 10:30 Uhr, Mavs gegen OKC. Es wird ein Banger. Bis dahin, haut rein, Freunde. Peace.